Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen zum nächsten Part natürlich, zum Flurfahrzeugsimulator oder zum Flock vor Fu. Los geht's. Ich bin sehr gespannt. Wird immer schwieriger, würde ich sagen. Ne? So, when I was an operator myself, my friends for fun blocked the cards with pallets. Okay. Was sollen wir tun? Wow. Meinen die das jetzt ernst? Wir haben sehr nette Kollegen anscheinend. Aber ist kein Problem. Ist okay. Wir haben zwar nette Kollegen, aber die wissen nicht, was für ein guter Fahrer wir sind. Von daher, wichtig ist dann, Probleme nicht an sich ranlassen, sondern das Problem direkt zu lösen. Um einfach zu zeigen, dass man der bessere Mitarbeiter ist, ne? Muss man das machen. Geht's, nächste Palette. Schön, dass ich mich auch immer verklicke, ne? Das freut mich selber extrem. So. Ich möchte ganz kurz anmerken, dass hier die Spiegel funktionieren, ne? Könnte sich Farquhar eine Scheibe von abschneiden. Echt? Sehr schön. Zum Glück haben diese Förderfahrzeuge immer einen guten Wendekreis. Nein, Mann. Jetzt wollte ich mich selbst wieder mobben mit der Steuerung. Also, wenn mich das Spiel nicht mobbt, dann muss ich es halt selber machen, ne? Herrlich. Nächste Palette, Leute. Also aktuell läuft es nach Plan. 3 Paletten in 3 Minuten. Also besser könnte es noch nicht laufen. Mal kurz nach da denken, einen gewissen Schlenker fahren, so. Zack, sehr gut. Ah, miese. Einmal nicht geguckt. Wenn ich jetzt noch einmal den Rückwärtsgang einlege. Das ist nett. Dankeschön, Spiel. Das ist, wenn die Retour,
die Routine zuschlägt, wisst ihr? Die andere auf die andere Seite und schon haben wir das Level geschafft. Das freut mich aber jetzt wirklich. So, zack, zack, zack. Zurücksetzen. Und abstellen, Feierabend. In der Hälfte der Zeit. Chaka. Der Boss muss glücklich sein, uns zu haben. Ist einfach so. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Sehr gut, 4.500. Was wollen wir denn mehr? Dritte Mission, los geht's. Gut, Trailer aufräumen, Regale aufräumen. Und danach können wir unser Schätzchen kaufen. Sehr gut, 750, maximal 8 Kollisionen. Ich hoffe ja nicht. Ah, der Wendekreis ist zu gut. Herrlich. Ja gut. Das ist natürlich jetzt natürlich klar. So einfach wie die letzten Male wird es jetzt halt nicht. Ich meine, jetzt ist es auch nicht viel schwerer, aber trotzdem, ne? Eben ein bisschen mehr rangieren für die ersten Paletten, die ich jetzt hier habe anscheinend. So, zack, zack. Okay, ich glaube. Hä? Moment mal. Wo muss die hin? Leute, ich finde den Abstellort nicht. Doch da ganz hinten, oder was? Lol. Und die muss gedreht werden. Natürlich muss sie gedreht werden. Bin ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet. Cool ist, man kann auch ein bisschen mit dem Mausrad arbeiten. Oh, ich kann komplett mit der Maus arbeiten. Jetzt ist das Spiel natürlich einfacher. Hätte man mal vorher geguckt, ne? So. War natürlich klar, dass wir die wieder umdrehen müssen. Ich habe auch nichts anderes erwartet gerade. Wenn du nichts anderes erwartest, außer
So eine richtig fiese Assi-Palette. Dann kannst du auch nicht enttäuscht werden, wisst ihr? Was komme ich denn da so schwer drunter? Was soll denn das ganze Gemobbe? Sorry, ich bin manchmal hochkonzentriert und vergesse dann zu reden. Die muss natürlich auch gedreht werden, natürlich. Okay, den ersten Trailer haben wir aber leer. Ist nett, dass das auch so gilt, weil, naja, wirklich drin steht die nicht, aber egal. Ah, die kommt da hinten rein, okay. Natürlich. Warum auch nicht? Oder wo sollte sie auch sonst hin, ne? Aber man kann uns nicht ärgern. Mann, 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 Leute. Harter Job. Safe, also es gibt nichts Schlimmeres. Zählt das? Oh, herrlich, ein Traum. Optimal. Besser hätte es nicht laufen können. Bam! Kohle! Locker 5k, Mann. Geil. Sehr nice. Heißt, noch zwei Missionen, die bewahren wir uns für die nächste Folge, aber wir kaufen jetzt unseren neuen Flurwagen. Ja, natürlich, kaufen. Wow, der sieht super geil aus. Ich würde sagen, den sehen wir dann im nächsten Part in Pesch. In grün, sieht auch nice aus. Boah, dunkles Grün. Oh, dunkles Grün kostet richtig Asche. Oh, alles kostet Asche. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und Tschüssikowski. Ciao!